Eichenfenster. Warum Eichenfenster? Weil wir schon beim benachbarten Schulhaus da auch frühzeitig untersucht haben, was gab es denn historisch. Als wir das Projekt übernommen haben für die Sanierung, waren es so 80er-Jahre-Fenster mit einem relativ schlechten U-Wert, die aber eben so montiert waren, dass man die Eichenrahmen in den Anschlägen sozusagen drin gelassen hat. Einfach geschnitten, altes Fenster raus, neues Fenster rein, abdeckleistet waren. Vorteil für uns war die Feststellung, oder vorteilhaft für uns war es insofern, dass die Denkmalpflege natürlich dann, genauso wie wir der Meinung war, es wäre schön, man könnte wieder ein Fenster machen, letztendlich in einer Materialisierung und wie gut passt zum Haus. Da gibt es ja immer wieder auch so diese alten Portale, die man sozusagen einfach länger erhält, offensichtlich wie Fenster, die so Hinweise liefern auf die Farbigkeit. Es gibt natürlich diesen Aspekt der Langlebigkeit für die Fenster, die sind enorm groß. Das hat in Eiche den Vorteil, dass wir sehr formstabil sind und das Fenster sozusagen für die nächsten, ich würde jetzt mal behaupten, 100 Jahre hier wieder seinen Dienst tut. Und das Dritte ist natürlich, dass man auch so diesen Unterhalt, der ja immer mehr ein Thema wird, also wie gehen wir mit diesen Dingen in 5, in 10, in 20 Jahren um, ist bei einem Eichenfenster, das geölt ist insofern einfach, dass man gucken kann, wie gut ist der Zustand der Oberfläche, wenn schlecht, dann ölen, wenn alles in Ordnung, dann muss man nichts machen, im Gegensatz zu einem gestrichenen Fenster, das selbstverständlich einen permanenten Unterhalt braucht, weil die Farbe abspringt. Also da ist man sozusagen mit dem Schritt zurück eigentlich einen Schritt nach vorne gegangen. Den Sonnenschutz gab es auf den besonderen Seiten eigentlich auch historisch als ein Textilstoff. Das haben wir eigentlich analog übernommen im Sinne des Gestänges. Das sieht historisch genauso aus wie das, was wir verwendet haben. So eine Knickarmmarkise. Der große Unterschied ist, dass wir heute natürlich motorisiert sind, dass wir für die sehr großen Öffnungen im Haus die Storen zentral steuern können und sozusagen auch bei Besonnung außerhalb der Betriebszeiten in der Lage sind, das Klima irgendwie umzuhalten. So ein Haus, das aus Mehrheit der Stein besteht, ist natürlich wahnsinnig anfällig für Aufhitzung. Und wenn wir es schaffen, die Wärme draußen zu halten, ist es im Sommer natürlich wunderbar kühl. Das Holzwerk vom Dach, da war die grundsätzliche Arbeit erstmal, welche Bestandteile kann man weiterverwenden, welche Dinge sind durch Wasserschäden aus der Vergangenheit zerstört, was muss man ersetzen. Das Holzwerk war im Grundsatz in einem sehr guten Zustand. Wir haben die Farbgebung, wenn man so will, rekonstruiert, in die ursprüngliche Farbgebung, das ist so ein dunkelbrauner Ton. Wir haben Teile ersetzt und wir haben für eine Zuluft oder eine Nachströmung einer Lüftung, über die wir später nochmal reden können, haben wir Öffnungen eingebaut, wo sozusagen der Dachrand, wo über den Dachrand Luft eindringen kann. Was vielleicht noch eine schöne Verbindung ist zu den Putzflächen, im Bereich vom Kranzgesims war es historisch so, dass die Felder bemalt waren in unterschiedlichen mit dem gleichen Muster, aber in unterschiedlicher Helligkeit, in so einem Kontrast hell-dunkel, so ein Doppellilienmotiv. Wir fanden interessant eigentlich diese Unterschiedlichkeit und sozusagen eine Schmückung von diesem Dachrand, haben aber natürlich weniger Interesse gehabt, einfach diese Bemalung wiederherzustellen und haben dann letztendlich mit den unterschiedlichen Putzfarben, die wir auf der Hauptfassade verwendet haben, versucht, diesen Kontrast wieder neu umzusetzen. Wer es weiß, sieht es von unten selbstverständlich. Wir hoffen, dass es so ein Spiel gibt, auch über die Fassade, wo eben, wenn dann Licht drauf kommt, auch diese Differenzierung sichtbar wird.